vor 100 Jahrhunderten sitzt der Imperator reglos auf dem goldenen Thron der Erde. Nach göttlichem Willen ist er der Herr der Menschheit und durch die Macht seiner unerschöpflichen Armeen der Herrscher über 1 Million Welten. Er ist ein verrottender Leichnam, den mystische Gerätschaften aus dem dunklen Zeitalter der Technologie am Leben halten. Er ist der Aasherrscher des Imperiums, dem täglich tausende Seelen geopfert werden, damit er niemals wirklich stirbt. Doch in seinem Untod bleibt der Imperator ewig wachsam. Mächtige Raumflotten durchqueren das dämonenverseuchte Miasma des Warps, der einzigen Verbindung zwischen fernen Sternen und das Astronomikan, die physische Manifestation des Willens des Imperators, ist Licht auf ihren Wegen. Gewaltige Armeen ringen in seinem Namen auf zahllosen Welten miteinander. Ab und zu gewährt mir das Meer in der Nacht einen flüchtigen Blick auf das, was in seinen Tiefen schlummert. Oft sehe ich nicht, was ist, sondern das, was gewesen ist und das, was sein wird. Denn der Ozean ist älter als selbst die Berge. Aus den Schriften eines alten tyrannischen Propheten. So, befindet ihr euch in der Luft. Ihr seid aufgebrochen von dem Bollwerk Kaltan, der Vulkan, den Untergang, den ihr verhindert habt. Aufgebrochen mit euren Piloten, befindet euch über den stürmischen Meermassen und auf dem Weg zu einem weiteren Bollwerk. Ihr habt eine Mission. Doch welches der drei verbliebenen Bollwerke soll es sein? Meine Lords? Wir brauchen eine Richtung. Welches der Bollwerke soll ich ansteuern? So wie ich es sehe, liegt das Bollwerk Kalvex in relativer Nähe. Und es wäre unserem Primärziel gut zugekommen, wenn wir den Inquisitor erst sicherstellen würden. Außerdem Informationen schaden nie. Vielleicht hat er welche, die uns dort unten zur Hilfe kommen können. Sei es nur das Öffnen einer Tür, die er vielleicht schon geöffnet hat. Und nicht zuletzt ist dort unser Primärziel zu finden. Also gut, dann steuere ich Kalvex an. Haltet euch fest, der Sturm ist besonders ruppig in dieser Gegend. Wir sind in grob einer Stunde dort. So der Imperator will. Ihr könnt aus den dicken Fenstern von eurem Thunderbird gucken, dem Gleiter, den euch die Inquisition gestellt hat, gemeinsam mit der Pilotin, und blickt auf die Meermassen. Solltet ihr hier abstürzen und versinken, würden euch eure Servorüstung auch nicht halten. Ihr wisst nicht genau, wie tief man hier nach unten sinkt, aber mit der Karte, die ihr von dem Magos Biologus bekommen habt, wird es sicherlich sehr, sehr tief dort werden. Ihr braucht auf alle Fälle eines der U-Boote. Doch auf Kaltran, wo man eins bekommen könnte, fehlt eben solches. Die Jericho Cathurian-Klasse wurde gestohlen von merkwürdigen Dark Angels. Der Apothekarius unter euch ist ungewöhnlich ruhig, überlegt wohl, was er tun soll, während ihr drauf zurast auf das Bollwerk Kalvex. Dann könnt ihr sie sehen. Die kleine Insel, die sich dort vor euch erstreckt, auf brüchig wirkenden Stützen, die schon mehrere Male wieder und wieder repariert worden sind. Trotzdem ist es baufällig. Und wenn ihr dann auf der großen Plattform landet, quietscht es noch etwas unter euch, Metall, was sich biegt und viel Wind, der euch entgegenschneidet, wenn ihr dann aus dem Fahrzeug heraussteigt. Ihr könnt sehen wohl, wie der ein oder andere Techpriester um euch herum wabert. Mit ihren merkwürdigen Fühlern und Greifern versuchen sie auch, euch zu befestigen, damit euer großer Thunderbird nicht heruntergeweht wird. Und ihr könnt sehen, wie die Wellen entgegenschwappen, das ein oder andere quietschen und knarzen. Wir sollten keine Zeit verlieren. Sollten wir den Inquisitor aufsuchen? Schauen, in welcher Verfassung er ist und ob er transportfähig ist. Dies wird er sein müssen. Wir extrahieren ihn so schnell wie möglich und
Bruder Gabriel wird ihn im Thunderhawk zurecht bringen müssen. Hoffentlich in einem ansprechbaren Zustand. So sei es. Seine Befragung, ob des Zustandes dieser Kultisten und ihrer Pläne, werden wir ebenso im Flug vor uns nehmen müssen. Ja, wenn ihr reingeht in die große Station, dann könnt ihr sehen, wie hier schon einige vom Adeptus Militaris vor euch stehen, im Stillgestanden ein Hauptmann, der vor ihnen steht und euch salutiert. Meine Lords, wir sind ehrlich gesagt etwas verblüfft, dass ihr hier seid. Wir hatten nicht damit gerechnet, dass jemand nun zu uns kommt. Wir werden leider allzu oft ignoriert. Mein Name ist Hauptmann Hartwell. Ihr sollt alles bekommen, was ihr mögt. Wir benötigen nur euren Insassen, der vor einiger Zeit angespült wurde. Nun, Insasse? Nun, er ist schiffbrüchiger, ja. Wir haben ihn allerdings nicht weggesperrt. Hätten wir das machen müssen? Nein, wir sind hier, um ihn euch abzunehmen. Sehr gut, dann... Wir hatten schon vor einigen Wochen und Monaten mal Kontakt aufgenommen, allerdings schien es bisher noch keiner für nötig befunden, ihn hier wegzubringen. Wir hatten bereits vor einigen Stunden Kontakt zu Ihnen und Sie darauf hingewiesen. Nun ja, schon. Ich hatte nur trotzdem nicht angenommen, dass ihr tatsächlich hierher kommt. Aber wenn ihr mir folgt, gehen wir zu seinem Quartier. Dann geht vor. Ja, der Hauptmann führt euch dann mit zittrigen Schritten durch die langen Gänge aus Beton. Und wenn ihr dann die ein oder anderen Risse einfach ignorierend in eine der Zellen, es ist keine richtige Zelle, es ist zumindest nicht vergittert, aber es ist eben dann so die Bleibe von der Mannschaft, die dann hier stationiert ist, dem Bollwerk. Und so könnt ihr den Mann erkennen, wie er dort zusammengesackt auf einer Bettstatt sitzt. Hat den Rücken in die Ecke des Raumes gepresst, sodass er euch dann auch direkt anblickt, trägt einen Overall, den man offensichtlich hier im Bollwerk ihm geborgt hat. Auch dann mit den Abzeichen vom Mechanicus und dem Kalvex-Symbol. Und er sieht ziemlich abgezehrt aus. Seine Haut schuppt sich und er wirkt eingesunken. Seine Augen blicken voller Schrecken an irgendeinen weit entfernten, unbekannten Ort durch euch hindurch. Ja, wenn ihr dann in die Zelle langsam reintretet, könnt ihr ihn hören, wie er dann leise bibbert und intoniert, so eine flehentliche Stimme. Nein, 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 nicht ihr. Inquisitor? Die Inquisitrix Quist schickt uns. Es ist Zeit zu gehen. Ihr kommt von der Inquisitorin. In der Tat. Ihr seid keine Dark Angel. Ihr seid Death Watch. Ebenso, in der Tat. Du kannst sehen, wie sich seine Augen so regelrecht festsaugen an deinem grauen oder silbrigen Arm, an deiner Schulter, an deinem Schulterpanzer. Er mustert euch und dann eben auch deine rote Platte mit dem Blood Angel darauf. Sehr fahriger Blick geht an dir vorbei. Du kannst sehen, wie er dann Tordal mit seinem Space Wolf Wappen mustert und dann eben auch Octavius von den Ultramarines. Es ist Eile geboten. Inquisitor, eure Zeit des Leidens ist vorbei. Ihr seid in Sicherheit. Kommt mit uns. Ich komme mit. Verzeiht. Könnt ihr mich beschützen? Dafür sind wir da. Ich danke euch. Das ist das erste Mal, dass er spricht. Nun, ihr müsst einen guten Einfluss auf ihn haben. Dann übergebe ich Ihnen in eure Obhut, korrekt? So ist es. Ihr habt dem Imperium einen Dienst erwiesen. Der Imperator wird es nicht vergessen. Hab Dank, meine Engel. Und damit wendet zumindest Arminius sich ab und stapft den Gang wieder zurück. Okay. Dann versuche ich selber rauszufinden, ob der Inquisitor Vincent Verletzungen hat, die offensichtlich sind oder unterernährt ist oder so irgendwas. Du kannst gerne mal auf Medizin würfeln. Ich erleichtere sie dir um 30 Punkte. Jetzt vermute ich nicht so schwer zu erkennen.
Also unterernährt, du würdest sagen, ja, er ist halt so ein bisschen fahrig. Ob das jetzt wirklich daran liegt, ja, du siehst, wie gesagt, seine Haut ist schuppig, seine Augen sind eingesunken. Das liegt wohl aber vielmehr daran, dass er einfach den Schrecken erblickt hat, so wie das Chaos ihn nur sehen kann. Und er hat nicht viel gegessen, das ist aber wohl eine eigene Entscheidung gewesen. Also du bist dir nicht ganz sicher, der Dark Angel könnte das jetzt sicherlich mit ihm klären, aber wenn er tatsächlich jetzt von Dark Angels entführt worden ist, dann ist es vielleicht keine so gute Idee, ihn von ihm befragen oder behandeln zu lassen. Vielleicht sollte man erst einmal, bevor man in den Thunderbird zurückkehrt, alleine mit ihm sprechen. Genau das ist der Plan. Klingt auf jeden Fall nach einem anständigen Plan. Wir kehren dann mit der gebotenen Eile, also immer noch mit bequemer Schrittgeschwindigkeit, zum Thunderhawk zurück und heben erstmal wieder ab. Ja, auf dem Weg zum Thunderhawk versuche ich behütend auf den Inquisitor einzureden und ihm beizubringen, dass einer unserer Brüder noch im Thunderhawk ist und er sich nicht vor ihm zu fürchten braucht. Es ist besser, sich nicht zu erinnern. Ich weiß, was war. So hochmütig, so närrisch und am Ende war ich so schwach. Sie wissen, wie man Schmerzen erzeugt. Versteht ihr? Ich bin Inquisitor, aber sie haben mich gebrochen. Zerbrochenes kann wieder zusammengesetzt und geheilt werden, Inquisitor. Ich war nicht bereit zu sterben, versteht ihr? Und sie haben mich auch nicht sterben lassen. Sie wollten, dass ich mit den Alten in der Dunkelheit verrotte. Ich bin gescheitert. Die letzte Schlacht ist noch nicht geschlagen. Ja, so könnt ihr gemeinsam mit dem seltsamen Mann so ein bisschen gebückt gehend an den Wachen vorbeigehen, an den Magos-Priestern vom Mechanikus, die dann hier in Kalvex versammelt sind, und steigt dann wieder in euren Flieger, der dann auch wieder abhebt, die Stürmer unter euch lassend. Ich würde, bevor wir komplett wieder rausgehen, einen der Soldaten fragen, was denn an Ausrüstung der Inquisitor noch bei sich hatte, wo er hier angespielt wurde? Verzeiht, nicht viel. Egal was hatte er denn dabei? Eine zerrissene Kleidung. Nun, er hatte wohl einige Narben, die haben wir allerdings versucht wieder zu schienen. Wir haben ihm auch die Mechanikus-Priester haben ihm auch wohl einige Bioniken angeboten, die er allerdings abgelehnt hat. Er war allerdings ziemlich hochwertig augmentiert. Händigte uns seine Besitztümer aus. Nun, wie gesagt, er hatte nur noch diese Robe an. Die haben wir verbrannt. Es war nichts mehr darauf zu lesen. Wir haben ihn für einen tatsächlichen Schiffbrüchigen gehalten. Es war einfache Untergewandung. Sehr wohl. Dann haben wir nichts mehr zu sagen. Dann lasst uns aufbrechen. Haben wir an Bord unseres Thunderhawks Verpflegung für einen normalen Menschen? Ja, da kannst du von ausgehen. Also in irgendeiner der verschiedenen Schiebladen wirst du dann vielleicht eine Notration von der Pilotin oder sowas, die ausgehändigt bekommen. Ja, das ist gut. Dann versuche ich mal, diese zu finden und dem Inquisitor anzubieten. Ja, der greift dann auch danach, reißt die Verpackung auf und knabbert dann so ein bisschen an diesem Energieriegel. Wird da aber auch nicht in großen Happen essen, sondern erst einmal langsam nach und nach in so kleinen Bissen dann runterzehren, während er euch dann aus fahrigen Augen anblickt. Das ist egal, weil der Vorgang des Essens beruhigt auf jeden Fall schon mal. Ja, so blickt er euch an. Was genau wisst ihr über diese... Wie hat der Kultist sie genannt? Erwachten? Wiedergeborenen. Wiedergeborenen. Die sich offensichtlich auf dem Planeten befinden. Die Alten. Die Todlosen.
Sie sind todlos, sie können nicht sterben. Was sind sie? Eine Xenos-Rasse. Eine unbekannte Xenos-Rasse, die wir bisher noch nicht kannten. Sie sind verknüpft mit den Artefakten, die hier überall im Wasser geborgen werden. Die, die ihr in euren Werken beschrieben habt? Ja, die! Die sind es! Sie sind todlos! Die Wiedergeborenen! Lebendes Metall! Was wisst ihr über die Möglichkeit, sie zu erwecken? Ich, wir müssen die Stadt erreichen. Du kannst sehen, wie er schaudert, ein ganzes Zittern läuft durch seinen Körper. Also, wir müssen zur Stadt. Wir müssen in die Stadt. Habt ihr den Schlüssel? Arminius reicht ihm das Datenpad, das uns der Magos Geomantis gegeben hat, mit den verzeichneten Koordinaten darauf. Diese hier? Das ist die Karte, ihr habt sie gefunden. Wir brauchen den Schlüssel. Um was für einen Schlüssel handelt es sich? Ein Artefakt, ein altes Xenos-Artefakt der Todlosen. Mit ihm kann man die Stadt erreichen. Ich habe euch den Schlüssel gegeben. Gott Imperator möge mich verfluchen, ich habe euch den Schlüssel gegeben. Wie sah er aus? Es war beschrieben in meinem... ein runder Gegenstand. Ihr habt doch meine Truhe bekommen, oder nicht? Ich hab sie extra dort abgestellt. Ihr kommt von der Inquisitorin. Der Schlüssel wurde entwendet. Aber wir haben doch einige Artefakte geborgen. Ist das nicht korrekt? Keines davon trifft auf diese Beschreibung zu. So sehe ich das aus. Wenn die Marines, die wir verfolgen, tatsächlich diese Erweckung vollziehen wollen, werden sie ihn haben. Und dort, Arminius tippt auf das Datenpad, herunterbringen. Bring mich nicht zurück zu ihnen! Sie werden mich töten! Und viel schlimmer noch, sie werden mich nicht töten! Ihr werdet extrahiert werden. Wir nehmen uns der Sache an. Inquisitor, diese Marines, die euch gefangen genommen haben, waren das Chaos Marines? Es waren Dark Angel! Sie haben mich gebrochen, es waren Dark Angel! Könnt ihr sie mir beschreiben? Sie waren groß und grün! So wie ihr, nur in grün, mit einem Schwert, so wie er! Dabei deutet er fahrig mit seinem Finger auf den Apothekarius. Was für eine Schulterplatte haben sie getragen? Grün, verdammt! Habt ihr ihre Gesichter gesehen? Haben sie jemals ihren Helm abgezogen? Nein! Ich weiß es nicht! Sie haben mich gefoltert! Genug. Viele Monate lang! Das ist genug. Offensichtlich versucht der Erzfeind hier Unwissenheit zu säen. Sagt der Inquisitorin, sie soll mich hier wegbringen! Und wir sollten uns dem verschließen. Pilotin! Ja, ich höre. Jetzt Kurs auf die Südseite von Kaltran. Dort, wo man uns das Rebellenlager beschrieben hat. Wir werden uns einen Überblick verschaffen müssen. Ihr müsst mich hier wegbringen! Wir sorgen dafür, dass euch nichts passiert. Sprecht mit Andrea Quist! Sie muss mich hier abholen! Wir sorgen dann dafür, dass ihr extrahiert werdet. Arminius bedeutet dem Apothekarius in der Ecke, dem Dark Angel, Gabriel, dass er dem Inquisitor doch ein Beruhigungsmittel geben soll. Ja, der stopft dann auch mit seinen schwerfälligen Schritten, mit seiner Servorüstung klickend auf ihn zu und nach wenigen Augenblicken könnt ihr auch sehen, wie der Inquisitor zusammensackt. Brüder, lasst uns die Inquisitorin benachrichtigen. Ich finde, das ist eine gute Idee. Er bringt uns dort unten gar nichts. Er würde uns mehr behindern, als dass er uns helfen würde. Der Thunderhawk kann ihn zurück in die Hauptstadt bringen, sobald wir ihn verlassen haben. Unter Wasser wird er uns sowieso nicht nutzen. In der Tat. Meine Lords, wir können von hier aus auch eine Verbindung zu dem Schiff im Orbit aufnehmen, wenn ihr mögt. Negativ. Ich halte das für sinnvoll. Davon ist nichts für uns zu gewinnen und der Feind könnte mithören. Wenn wir ausgestiegen sind, soll die Pilotin ihn einfach direkt zur Inquisitorin bringen. Genau so ist es. Dann zurückkehren, um uns abzuholen, wenn wir alles erledigt haben. Falls wir zurückkehren. Wenn der Imperator es will, kommen wir zurück. Mit neuem Ruhm.
So könnt ihr euch dem Bollwerk Kaltran nähern, was nicht gleich sichtbar ist, aber vor eurer Karte könnt ihr die mittelgroße Insel erkennen. Und ein Großteil der Anlage ist wohl unterirdischem Gestein verborgen. Allerdings eure inquisitorischen Auspex-Geräte, die euch dann in eurem Flugraumschiff zur Verfügung stehen, im Thunderbird, können es dann eben auf euren Helmen auch anzeigen lassen. So fliegt ihr allerdings einfach darüber hinaus. Ihr könnt sehen, wie wohl im Bollwerk selbst auch ein Hafen für Tiefseefahrzeuge, eine Forschungsstation eingebaut ist. Da könnt ihr nur noch mit einem verächtlichen Grinsen oder mit einem verächtlichen Blick da dort nach unten schauen, während dann euer Thunderbird darüber hinüberfliegt, wo ihr dann in einigem Abstand zu dem euch eingezeichneten Küstenlage der Wiedergeborenen runtergeht. Tatsächlich würde ich jetzt einmal rüberfliegen. Ihr wollt direkt rüberfliegen? Ja, schon in ordentlicher Höhe. Ein Thunderbird ist ja zum Glück... Ja. Thunderhawk ist ja zum Glück raumfähig. Mhm. Aber wenn er Außenkameras hat, dann erstmal ein Bild verschaffen. Okay. Also dann wird eine komplette Sensoraufnahme einmal von oben tätigen. Mhm. Natürlich dann in großer Höhe, ne? Ja, ja, das Thunderhawk sollte das Problem in so großer Höhe, dass man uns halt nicht bemerkt, irgendwie vom Boden aus. Ja, ja. Vor allem, dass man uns nicht abschießen kann. Ja, es ist, also ist ja natürlich auch ein Flugzeug der Inquisition mit dementsprechenden Tarnschellen. Könnt ihr das auf alle Fälle machen und seht dann unter euch das Lager, ein breiter, offener Sandstreifen, von der einen Seite dann eben mit Wasser und Felsen umgeben und auf der anderen Seite dann eben auch ein geschlossen von einem großen Ring, der dann dort nach oben wächst, auch Felsgestein, sodass, wenn man es nicht genau weiß, könnte man drüber fliegen. Aber so ist die Karte von Kaltran dann eben auch bekannt und könnt dort dann allerlei Zelte erkennen, die teilweise auch die Sicht behindern. Ihr könnt nicht genau abschätzen, wie viele Leute dort unten sind, aber es sind sicherlich vielleicht 50 von diesen kriegerischen Kultisten, würdet ihr meinen. Und ja, da ist wohl allerlei zu sehen. Ihr könnt auch erkennen, wie da wohl ein U-Boot vor Anker liegt, was tatsächlich gerade beladen wird. Ich denke, wir sollten jetzt zuschlagen, bevor sie das U-Boot nehmen und wir sie nicht mehr einholen können. Meines Erachtens, die Frage ist, wie tief es runtergeht, werden wir Probleme kriegen. Kann irgendjemand von euch ein U-Boot bedienen? Die Servitorenmannschaft wird dazu in der Lage sein. In der Tat, dafür haben wir sie. Wenn nicht, müssen wir halt von Kaltan jemanden dafür anfordern. Da sollte jemand in der Lage sein, das U-Boot zu bedienen. Ich wollte vorschlagen, bei der Eroberung des U-Boots Vorsicht walten zu lassen und vielleicht den Steuermann leben zu lassen. Wir werden uns nicht von einem kneretischen Steuermann durch die Gegend fahren lassen. Hat jemand von euch verbotenes Wissen, Heretics oder generell dunkles Mechanikum? Nein. Nein, Sir. Okay, ihr könnt auf alle Fälle erkennen, wie zwischen den einzelnen Soldaten, den militanten Rebellen, auch einer etwas größerer herumläuft in einer roten oder fast rot-schwarzen Robe, zahlreiche Mandibeln und Greifarme, die aus seinem Rücken herausragen, eine große Energieaxt oder so etwas, was er in seiner Hand trägt. Ist wohl deutlich angewachsen durch mechanische Zusatzgeräte auf seinem ganzen Körper. Das muss einer vom Mechanikus sein. Und der sieht aber deutlich bedrohlicher aus als die Magos-Geomanten, die ihr jetzt vor kurzem erblickt hattet. Ja, ist passiert. Ich studiere die Bilder nochmal. Ist hier irgendwas zu sehen, das wie eine schwere Waffe aussieht? Irgendwas, was dem Thunderbird gefährlich werden könnte? Dann gib mir mal einen Wurf auf Techgebrauch. Techgebrauch, wäre das nicht eher ein Wurf auf Common Knowledge War oder so? Ja, um die Auspexe so gut zu bedienen, dass sie was einfangen. Ja, habe ich nicht. Möchte von euch einer, oder? Ich hab das auch nicht. Okay, dann Intelligenz halber. Das reicht nicht. Also, du kannst sehen, dass die... Nicht alle von ihnen, aber wohl ein paar Leute tragen Waffen, die keine Lasergewehre sind, sondern irgendwelche Xenos-Artefakte sind.
Teilweise sind das irgendwelche Messer, die komisch schimmern in so einem grünen Licht und mit irgendwelchen Runen. Oder du kannst ja merkwürdige. Es ist kein Lasergewehr. Es ist einfach merkwürdig geformt, ein längerer Schaft und kein Magazin, was du da wohl erblicken kannst. Irgendein grünes Flimmern, was von ihnen ausgeht. Es sind nicht viele, aber ein paar. Ketzerei mal wieder. Folgender Plan. Wir fliegen mit dem Thunderhawk an, springen aus der Laderampe auf das U-Boot und entern es direkt. Und die Kultisten an Land ignorieren wir? Ich glaube, das ist keine gute Idee. Die Kultisten an Land sind ein Problem, um das sich der Lord Gouverneur kümmern kann. Nun, was bringt es uns, wenn sie mit diesen Dingern auf das U-Boot schießen und wir damit untergehen? Diese Handfeuerwaffen sehen nicht so aus, als könnten sie einem gepanzerten Fahrzeug gefährlich werden. Meine Lords, wir haben selbstverständlich auch Bewaffnung auf diesem Thunderbird. Wenn ihr mögt, kann ich versuchen, euch einen Großteil der Kultisten abzunehmen. In der Tat könnt ihr Deckungsfeuer geben, sobald wir von Bord gegangen sind. Aber auf keinen Fall dürft ihr das U-Boot beschießen, habt ihr gehört? Das habe ich so verstanden. Sehr gut. Nur das Problem ist, wird sein, wie wir das U-Boot wegbewegen. Wie bereits gesagt, die Servitorenmannschaft wird dabei aushelfen. Nun denn. Nun gut, Pilotin, sucht euch euren eigenen Anflugkurs. Nun, ich könnte entweder von der Strandseite auskommen und längs über den Strand fliegen oder aber euch über dem Wasser rauslassen, euch dort abwerfen und dann selbst in einem sehr riskanten Manöver versuchen hochzuziehen, um dann später mit Boltgeschossen die Zelte zu durchlöchern. Ganz wie ihr mögt. Dann tut Letzteres. Es ist essentiell, dass wir so schnell wie möglich an Bord des Unterseebootes kommen. Also gut, dann wünsche ich euch viel Erfolg, meine Lords. Möge der Imperator mit euch sein. Der Imperator beschützt. So sei es. Für den Imperator und den Altvater. Nun überprüfe ich nochmal mein Jumppack. Nicht, dass es jetzt gerade eine Fehlfunktion entwickelt. Danke dem Maschinengeist für die bisherigen Dienste und hoffe aufs Beste. Okay. So wird die Pilotin aus dem, ja, Orbit ist es nicht ganz, aber von der großen Entfernung erst einmal wieder sich in Richtung der Wasseroberfläche begeben, weg von der Insel, um dann in einem anderen Anflugmanöver zwischen den Felsen hindurch zu starten. Und könnt sehen, wie dann auch ein besonders riskantes Manöver ist. Sie wird dann auch deutlich langsamer werden und über das U-Boot fliegen, bevor sie dann abstoppt. Die Türen sind offen und ihr könnt herausspringen. Sobald wir in Kampfhandlungen verwickelt werden und sie einen Überflug gemacht hat, hat sie Befehl, den Inquisitor zu extrahieren. Also zurück in den zum Raumschiff zu bringen. Einwände, Brüder? Nein, das war ein Fall. Das war ja der Plan. Nur so können wir unseren den Inquisitor retten. Ich stelle sicher, dass der Inquisitor gut angeschnallt ist, bevor wir abspringen. Okay. Dann könnt ihr abspringen. Wie gesagt, ihr geht mit einem steilen Anflug mit deutlich weniger Geschwindigkeit zwischen den Felsen vorbei, fliegt direkt über das U-Boot, was dort vor euch angelegt ist. Bereits während ihr auf das Lager zurast, könnt ihr die Bolterschüsse hören, die dann Zelte zerfetzen und auch die Söhne von Tech oder die wiedergeborenen Xenos-Kultisten dann zerfetzen, sodass sie bestimmt nicht wiedergeboren werden. Und dann hält sie mit einem sagenhaften Ruck, der euch Mark und Bein geht, offene Ladeluken und ihr könnt herausspringen.